Alles eingestellt, das haben wir alles und damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Erstmal unfallfrei hier wieder auf die Straße kommen. Haben wir heute mal nicht so viel Glück. Ist doch mit dem ganzen Schnee ist es mal ein bisschen was anderes. Müssen wir ein bisschen vorsichtiger fahren jetzt. Mal ein bisschen vorausschauender fahren. Weil wir wollen ja nicht irgendwo hier einplanken. Und lieber vorsichtig fahren, als dass wir hier irgendwo jetzt was kaputt machen. Wieder bezahlen. Thank you. Gleich mal wieder Fenster zu. Bevor es hier noch reinschneit. Der lässt mich vor, das ist aber äußerst nett von ihm. Piano weiterfahren. Und ein bisschen Abstand zum Vordermann halten, damit wir im Zweifelsfall noch zum Stehen kommen. Ja, und Geografie-Genie wie ich bin, immer geradeaus, habe ich natürlich auch wieder einigen Blödsinn erzählt. Aber es liegt einfach nur daran, weil ich meinen Kinderatlas nicht dabei hatte. Der liegt nämlich noch im Scania. Den hat der Marian mir extra besorgt. Aber jetzt bin ich ja wieder im Bilde und weiß auch, wo ich hinfahre. Aber ich habe anscheinend nicht so viel Glück mit dem Wetter. Weil Marian ist ja noch vor dem Schnee, beziehungsweise bei ihm hat es dann ja immer aufgehört zu schneien. Immer geradeaus. Wenn er wieder losgefahren ist. Aber das Glück habe ich nun nicht. Ich hoffe mal, das schneit sich jetzt nicht ein. Das wäre sonst ein bisschen doof. Aber schauen wir mal. Ja, bis nach Odessa werden wir heute definitiv nicht kommen. Aber das wäre auch bei besserem Wetter nicht zu schaffen gewesen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
Und ich muss mich erstmal jetzt wirklich dran gewöhnen, bei diesen Witterungsverhältnissen zu fahren. Aber das letzte Mal Schnee ist auch schon eine ganze Weile her. Und man darf sowas nicht unterschätzen. Das kann doch mal ganz schnell nach hinten losgehen. Und vor allen Dingen mit 24 Tonnen auf dem Auflieger ist das Ganze auch nicht unbedingt leichter. Aber ich denke mal, wir werden das Ganze schon schaffen. Und ich muss auch zugeben, ich habe die letzte Nacht hier, beziehungsweise die erste Nacht, im MAN geschlafen wie ein Baby. Weil hier ist ja auch noch eine Standheizung mit drin verbaut. Und also es war A, muckelig warm, und B, habe ich auf der Matratze geschlafen wie, ja, wie ein Baby, kann man sagen. Da waren meine schlimmsten Erwartungen doch nicht so, wie ich gedacht habe. Bei dem Wetter sollte ich vielleicht nicht unbedingt zu schnell fahren. Und ich glaube, da vorne drücken. Es sah so aus, als ob die bremsen. LKW-Überholverbot, aber wer bei diesem Wetter jetzt hier überhaupt ans Überholen denkt, der hat doch, glaube ich, auch so das ein oder andere Problem. Ja, so ein bisschen umdenken muss man doch bei dem ganzen Wetter jetzt. So alles im Allen kann ich eigentlich sagen, der MAN hier ist doch schon was Feines, also da kann man nichts anderes sagen. Ist zwar so ein bisschen back to the roots, aber genau das macht auch wirklich den Reiz einer ganzen Sache aus. Der ein oder andere wird es ja vielleicht mitbekommen haben. Im ersten Video war ich ja nicht ganz so überzeugt von dem LKW. Aber ich muss jetzt sagen, doch, das gefällt mir. Und es fängt an, mir richtig Spaß zu machen. Und vor allen Dingen jetzt auch bei dem Wetter, das ist jetzt mal wirklich Herausforderung. Das ist nicht nur einfach von A nach B fahren, sondern wirklich mal Arbeit. Lublin. Dürften wir es ja eigentlich auch nicht mehr ganz so weit bis zur Grenze zur Ukraine zu haben. Der Schneefall, der scheint echt nicht aufzuhören heute. Naja, es könnte Schlimmeres geben. Zum Beispiel einen Bahnübergang, wo gleich die Schranken zu gehen. Aber es sieht noch gut aus. Der ein oder andere wird vielleicht sagen, ich fahre ein bisschen zu vorsichtig, aber lieber Fuß vom Gas, als dass ich hier ein Klappmesser draus mache.
Weil das wäre nicht ganz so toll. Wie es von Odessa weitergeht, das erfahre ich erst morgen im Laufe des Tages, beziehungsweise wenn ich leer in Odessa stehe. Was ich definitiv weiß, es geht nicht zurück nach Deutschland. Also wir bleiben noch eine ganze Weile hier. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Na, mit dem Kollegen würde ich aber auch nicht tauschen. Bei diesem Wetter jetzt draußen rumstehen, also da kann ich mir biege nach rechts ab. Wesentlich Lustigeres vorstellen. Und der Kollege, der sitzt in einem etwas moderneren MAN. Die Ruckler, die ignorieren wir einfach. Sie sind da und ja, so ist es halt. Und nochmal so ein kleiner Funfact am Rande. Das hier ist mittlerweile die 5. Aufnahme. Es kam irgendwie immer was dazwischen und wenn mein Plan aufgeht, seht ihr dieses Video am Mittwoch, aber wohl nicht um 11, sondern ein bisschen später. Wenn ihr dieses Video am Donnerstag seht, dann ging mein Plan nicht so auf. Aber das werdet ihr dann mitkriegen, wenn es soweit ist. Hier sind die Straßen tatsächlich geräumt, also ich bin begeistert. Aber ich glaube, da sollte ich jetzt nicht mich dran gewöhnen. Es ist aber auch eine Suppe heute, also. Da mit dem Schnee dazu, das ist schon nicht ganz so toll. Und hier können wir auch mal ein bisschen den Retarder benutzen. Oh. Da gab es wohl ein bisschen was Größeres. Und bei dem Wetter kein Wunder, wenn sich da einer aufs Dach legt. Ja, und wie ihr seht, vollgetankt habe ich auch noch. Ich meine, bei dem Spritpreis, da wäre ich auch schön blöd gewesen, wenn ich da nicht voll getankt hätte. Aber ich kann jetzt mit Fug und Recht von mir behaupten, ich bin kein schön Wettertrucker. Bisschen Abstand zum Vordermann wieder aufbauen.
freiwillig mit 70 über die Autobahn fahre, hätte ich aber auch nicht gedacht. Aber wie sagt man so schön, vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. Zu schneien. Und da vorne haben wir doch schon die Grenze. Und schon werden die Straßen wieder schlechter. Was war das jetzt für eine Aktion hier? Ja, lassen die mich vor? Die lassen mich tatsächlich vor. Also damit hätte ich jetzt ja nicht gerechnet. Mal gucken, wie lange der Grenzübertritt hier dauert. Ich hoffe mal nicht allzu lange. Papiere passt ja alles, da habe ich ja die große Mappe dabei. Aber ich denke mal, das wird sich noch ein bisschen verziehen hier. Zumindest können wir den Scheibenwischer hier schon mal ein bisschen ausmachen. Halben Meter vor, wieder anhalten, halben Meter vor, wieder anhalten. Aber schön, wie meine gelben Scheinwerfer am Leuchten sind. Aber ein großer Vorteil an dem MAN hier ist ja auch, hier kann nicht so viel Elektronik kaputt gehen, weil es gibt hier kaum welche. Bin ich jetzt ja wirklich mal gespannt, was jetzt hier Sache ist. Und hier kommt jetzt gar keiner. Aber ich denke mal da drüben, da wird dann die große Kontrolle sein. Jo, so sieht's aus. Die Kollegen hier von mir wollen. Oh, er winkt. Okay, dann würde ich sagen, dann mache ich das mal eben hier fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Ah, da bin ich wieder, habe alles erledigt mit den Papieren und er sagte, es sollte jetzt gleich weitergehen. Und er behält recht. Aber waren nette Zöllner, muss ich sagen.
waren zwar ein bisschen erstaunt, dass ich ein deutsches Kennzeichen drin habe, aber haben nichts zu bemängeln gehabt. Dann haben wir es jetzt also tatsächlich geschafft und wir sind in der Ukraine angekommen. Ihr seht, es hat noch nicht aufgehört zu schneien. Ich hätte den an der Grenze ja gefragt, wie es so aussieht wettertechnisch, ob er da irgendwas weiß. Und er sagte jetzt zu mir, dass ich wohl jetzt genau in so einem Fenster drin bin, wo viel Schnee vorausgesagt wurde. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht unbedingt so bleibt und dass es die Tage doch noch ein bisschen besser wird. Ich meine, wenn es mal schneit, ist ja gut, aber wenn es die ganze Zeit durchschneit, ist dann doch schon ein bisschen nervig, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich meine, ihr seht es ja selber, wenn die Fenster so ein bisschen noch zugeschneit sind, dann, oder es eh noch so düster ist, dann siehst du halt nicht unbedingt so viel. Und ja, ich dürfte hier schneller fahren, aber ich kenne die Straßen hier und ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee wäre, hier jetzt noch ein bisschen Gas zu geben bei dem Wetter. Und wie sagt man immer so schön, wer langsam rast, kommt auch zum Ziel. Demnächst links abbiegen. Oh, du siehst echt nichts bei diesem Wetter. Aber die Ampel ist zumindest gnädig. Biege nach links ab. Ja, und das meinte ich hier. Bei den Straßen hier, da merkst du dann doch schon. Dass man nicht mehr unbedingt in Europa unterwegs ist. Was denn hier passiert? Das sieht nicht gesund aus. Ich glaube, sowas sollte man nicht tun. Wenn der so ein Betonelement wegschiebt, der wird ja nicht unbedingt mit 50 gefahren sein. Mal so ein bisschen aufpassen hier bei den Zebrastreifen. Nicht, dass ich da den Chef mache und immer geradeaus hier noch anfange, irgendwelche Passanten umzunieten. Ja, noch bin ich ja quasi auf der Verfolgungsroute von ihm. Aber dauert ja nicht mehr lange, dann werde ich den rechts abbiegen. Ich bin ja schon ein bisschen nervös, was so Zebrastreifen angeht. Demnächst links ab. Und jetzt mit der schlechten Sicht, da musst du dann sowieso doppelt und dreifach aufpassen. Biege nach links ab. Vor allen Dingen, was ungewohnt ist, dass ich die Pfoten vom Retarder weglasse.
rechts halten. Oh, das, auf das Spielchen möchte ich mich gar nicht erst einlassen. Ich glaube, das würde nämlich nicht gut gehen. Biege nach rechts ab. Außensicherung fürs Dorf gibt es. Beziehungsweise Stadt. Aber das ist hier ja auch nicht unüblich, dass irgendwelche militärischen Sachen am Straßenrand stehen. Da sollte man sich also nicht wundern. Bisschen mehr sieht man ja mit Fernlicht. Aber auch nicht allzu viel. Und vor allen Dingen jetzt zwischen den Schneeflocken auf der Scheibe und Autoscheinwerfern zu unterscheiden, das ist auch gar nicht so einfach. Aber irgendwie scheinen die oberen Lampen nicht zu funktionieren. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Wackkontakt ist, da muss ich mal mich mit beschäftigen, mal gucken. Oder hier sind komplett zugeschneit, dass ich das gar nicht sehe jetzt hier. Kann ja alles sein. Ein bisschen fahren können wir noch. Sonst ist das Ding hier ja wirklich technisch 1A, da kannst du nichts sagen. Und wie gesagt, meine Befürchtungen, die ich hatte, die wurden ja nicht bewahrheitet. Also ich bin jetzt tiefenentspannt und freue mich auf das, was kommt, weil ich weiß, ich habe einen vernünftigen LKW unterm Hintern, bei dem soweit alles in Ordnung ist. Klar, jetzt oben mit dem Lampenbügel muss ich mal gucken, was da los ist. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die jetzt irgendwie zugeschneit sind oder wie gesagt, dass da irgendwo ein kleiner Wackelkontakt ist. Aber das ja auch schnell behoben dann. Das Ding wurde hier ja auch komplett von der Isnos noch durchgecheckt und alles. Und soweit funktioniert ja auch alles. Oben scheint ein Zug zu fahren. Aber ich will jetzt auch nicht zu lange da hingucken. Weil wir kennen das ja, wenn ich irgendwo hinglotze, dann kann das doch mal etwas problematisch werden. Und mal wieder ein bisschen Sicherheitsabstand aufbauen.
diesmal habe ich mir ja auch so ein kleines Buch mitgenommen, dass ich zumindest mich mal so ein klein bisschen verständlich machen kann. Weil ist ja nicht vorausgesetzt, dass hier wirklich jeder Englisch spricht. Und bei dem unteren, da sind wir doch auch schon mal lang gefahren. Das war ja noch mit dem Renault. Bisschen genauer gucken bei den Fußgängerüberwegen hier. Demnächst links abbiegen. Aber das finde ich auch schon cool gemacht hier auf der Karte, dass wirklich bei den Zebrastreifen auch mal welche rübergehen. Biege nach links ab. Muss man doch noch ein bisschen mehr aufpassen. Aber gefühlt ist es auch den ganzen Tag irgendwie nicht hell geworden. Fahren können wir noch. Aber ich glaube, bei der nächsten Gelegenheit werde ich mal kurz rausfahren und mal gucken, wie das oben mit den Leuchten da aussieht, weil das sieht doch ein bisschen komisch aus. Das sieht wirklich nur aus, als ob die unten leuchten. Hätte ich doch schon ganz gerne, dass die oberen auch noch mit an sind. Nur zum Glück ist die Ampel umgesprungen, weil die kam jetzt doch ein bisschen überraschend. Die habe ich erst gar nicht so gesehen. Also die Glotzerchen noch mal ein bisschen genauer aufhalten hier. Und würde ich sagen, fahre ich doch hier noch mal raus und kontrolliere noch mal meine Lampen oben drauf. Auch gleich noch ein Shop mit angebunden, dann kann ich da vielleicht noch die ein oder andere Glühbirne noch ergattern. Ja, machen wir erstmal hier aus. Ja, ich würde sagen, ich kümmere mich dann jetzt mal um den ganzen Kram hier und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder weitergeht. So, und drückt die Daumen, dass es morgen mal aufgehört hat zu schneien. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, der Marx rockt die Straße. Also, tschüss.